Moin, liebe Community. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Planung der Solaranlage auf meinem Hausdach vorgenommen habe. Ich bin da natürlich auch kompletter Laie und habe mir dann gedacht, wie kannst du das am geschicktesten machen? Ich habe mir dazu von Valentin Software PVSol Premium installiert. Die Software, die gibt es in einer 31-Tage-Testversion einfach so zum Runterladen. Und ich habe mir gedacht, naja, mal gucken, ob das denn wohl so schwer ist. Rausgekommen ist dabei eine, ja, für mich erstmal schon sehr schöne Planung, weil ich genau weiß, was aufs Dach drauf passt. Viele Optionen habe ich jetzt selber noch nicht verstanden, aber ich wollte euch kurz mal zeigen, was dabei rausgekommen ist und vielleicht auch mal eure Meinung ja, einfach abfragen, was ihr denkt. Kann man da noch was besser machen? Kann man da vielleicht noch irgendwas ändern oder so? Gut, ich mache das Ding erstmal auf. So, wenn ich die Software starte, dann kriege ich erstmal diesen Hinweis, 29 Tage Test, beziehungsweise ja, ich habe jetzt halt 2 Tage rumprobiert. Jetzt startet die Software, lädt nochmal irgendwie Datenbanken runter und sowas im Hintergrund, also aktualisiert irgendwie die Datenbanken der Solarmodule zum Beispiel und Wechselrichter. Und so sieht erstmal die Oberfläche aus. Total unspannend eigentlich. Erstmal, hier kann ich jetzt, wenn ich denn Solateur wäre, irgendwelche Projektdaten hinterlegen, also Adresse und sowas, Kundennummer und so weiter, kann ein Bild hinterlegen. Nicht so richtig spannend für mich. Was für mich dann schon spannender war, war das Thema, was haben wir denn überhaupt für eine Anlage? Inselanlage haben sie jetzt hier nicht zur Auswahl, hätte mich aber auch sehr stark gewundert. Man hat aber alles Mögliche an Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, man kann hier irgendwie elektrische Verbraucher angeben, man kann Elektrofahrzeuge hinterlegen, ein Batteriesystem hinterlegen, thermisches System hinterlegen. Ach nee, netzautarke PV-Anlage. Oh, das muss neu sein. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Tatsächlich. Batterie und Verbraucher. Unfassbar. Okay, naja, nichtsdestotrotz, es ändert sich erstmal für meine Anlage nichts Besonderes. Das sind nur so Definitionssachen. Wahrscheinlich kann man dann jetzt gleich auch noch eine Batteriekapazität definieren oder so. Es geht ja aber ums Dach. Jetzt gucken wir mal, was hier denn unter Verbrauch ist. Genau, das ist neu, das habe ich jetzt nicht belegt, aber das eigentlich Spannende ist ja hier diese 3D-Ansicht. So, da gehe ich jetzt mal rein, wenn man da doppelt draufklickt. Dann zaubert der einem hier so eine 3D-Ansicht hin. Man kann das Ganze auch mit einer Google Maps im Endeffekt ja so ein Terrain dahinter legen. Das ist dann so ein Bild aus Google Maps und dann zeigt er trotzdem noch dieses Haus da an. Ich habe das Haus jetzt erstmal nachgebaut. Das heißt, ich bin jetzt hier mehrere Minuten, Stunden, was weiß ich, also male um das Haus geschlichen und habe dann irgendwie versucht, die Maße aufzunehmen. Ich habe die Dachüberstände gemessen, ich habe die Breite gemessen, ich habe die. So, und da wir ein Doppelhaus haben, wie man hier prima sehen kann, mein Nachbar, der würde wahrscheinlich jetzt hier nicht so gerne in so einem Video erscheinen, habe ich erstmal nur unsere Seite gemalt. Das ist jetzt die Nordseite. Das Ganze zeigt jetzt hier nach Süden. So, und hier kann man jetzt auch noch hin und her fahren, wenn man das möchte. So, ich drehe das Ganze mal um. So. So, das ist jetzt die Südseite des Hauses. Wenn man möchte, kann man jetzt hier alle möglichen spannenden Dinge mit diesem 3D-Objekt tun, aber auch die waren für mich jetzt erstmal ziemlich egal. Ich habe hier jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die Hausbreiten, also die Geschosse eingestellt. Ich habe ein Erdgeschoss, ein erstes Geschoss und ein Dachgeschoss. Und wenn man, wie gesagt, möchte, dann kann man jetzt hier noch alle möglichen Parameter ändern und auch Grafiken hinzugeben und sowas. Das Wichtige waren natürlich jetzt hier erstmal die ganzen Parameter, die das Dach selber betrifft. Sprich, wie breit ist das Dach, wie tief ist das Dach, welchen Winkel habe ich. Und ja, also die Dachneigung 34,1 Grad hat das Programm dann berechnet anhand meiner Eingaben. Ich bin dann hingegangen und habe mal mit dem Winkelmesser gemessen und komme da irgendwie auf 35 Grad. Also von daher gar nicht so weit weg von dem, was das Programm da ausgibt. Dann habe ich nochmal geguckt, passt die Ausrichtung. Unser Haus steht tatsächlich komplett Nord-Süd. Und das ist jetzt erstmal nicht schlecht. So, als nächstes habe ich dann angefangen und habe gedacht, okay, wie kannst du das Ganze jetzt belegen? Ach so, ein Haus, wenn man das übrigens zeichnen möchte, das hier sind erstmal nur so grobe Übersichten. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch noch ziemlich einfach, ich zeige euch das mal. Ein
weiteres Häuschen dazu machen. Nehmen wir jetzt hier mal so ein weiteres Häuschen und das ist ein Nachbarhaus, das stellen wir dann jetzt mal hier hin. So, und das würde dann, ja, jetzt sagt er mir natürlich, dass die Verschattungsberechnungen alle für einen Eimer sind, wenn ich da ein Haus daneben stelle. Aber nichtsdestotrotz, das kann man halt auch mit dem Programm machen. Man könnte hier eine, oder nicht nur könnte, man kann da jetzt eine Verschattungsberechnung machen. Das geht dann nämlich hier. So, ich würde jetzt einfach mal nochmal neu berechnen lassen. Das geht ziemlich schnell. Der berechnet für jeden Tag des Jahres mal so eine Verschattung aus, wenn man das fertig hat. Und das sieht dann so aus. Na, jetzt aufgrund des Nachbarhauses sagt er jetzt hier 14,1% Effizienzverlust der Module. Ist jetzt nicht so viel, wie ich gedacht hätte, aber okay. Wenn ich das Haus jetzt aber mal, wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi in dieser Software, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, dass das erstens mal kostenlos als Testversion zur Verfügung steht und zweitens mal für meine Planung jetzt mal vollkommen ausreicht. So, jetzt nehme ich nochmal an, oder ich nehme einen Baum, einen großen, dicken Baum, der jetzt böserweise auf der Südseite vor meinem Haus steht. So, jetzt machen wir den noch etwas größer. Die Baumhöhe machen wir jetzt mal auf 10 Meter. Ja, sind wir gemein, 15 Meter. So, jetzt ist das mitten hier auf den Paneelen, kann man jetzt also den imaginären Schatten auch schon mal sehen. Und wenn ich jetzt diese Berechnung nochmal neu machen lasse, die Sonnenberechnung, dann sagt er mir, so, jetzt habe ich hier auf dem ganzen Dach richtig Schatten drauf. Spannenderweise berechnet er zum Beispiel auch, ob so ein Baum im Winter Laub trägt oder nicht. Das heißt, ich habe jetzt einen Nadelbaum dahingestellt. Hätte ich jetzt Entschuldigung, einen Laubbaum habe ich hingestellt. Das heißt, der verliert seine Blätter im Herbst. Hätte ich jetzt einen Baum hingestellt, einen Nadelbaum, dann wäre dieser Baum im Herbst trotzdem mit Nadeln bedeckt und dementsprechend wäre der Schatten größer und das wird alles berücksichtigt. Also ja, so viel mal ganz kurz dazu, was ich hier mit den Objekten machen kann. Ich kann das hier irgendwie mir einfach zusammenklicken, kann jetzt hier, wenn ich da doppelt draufklicke, habe ich hier so eine Detailansicht von den Dingern, von den Sachen, die ich da hinterlegt habe und kann dann einfach hingehen und kann sagen, okay, das ist erstmal mein Haus. Das ist jetzt mit sämtlichen Dingen, die so die ich hier so habe. Ich habe einen Schornstein hier oben, ich habe so ein kleines Dachfenster für den Schornsteinfeger und hier so eine Satellitenschüssel. Ich habe Sperrflächen. Ach nee, die kann ich jetzt leider nicht anzeigen. Doch, jetzt kann ich sie anzeigen. So, Sperrflächen sind diese Dinger hier, diese gelb-schwarzen. Das ist halt die Dachfläche meines Nachbarn. Da möchte ich nicht so gerne drauf. Und jetzt kommt wahrscheinlich direkt der Einwand, ja, aber du bist ja mit deinen Modulen direkt bis an das Nachbarhaus gegangen. Was ist denn mit Brandschutzabstand? Ich habe da mal unseren Solateur gefragt und auch den Elektriker und die haben beide gesagt, scheiß drauf. Die meisten machen es nicht. Also es gibt da zwar solche Vorgaben, aber die meisten Solaranlagen richten sich da nicht nach und es fragt halt auch keiner wirklich danach. Frage ist natürlich, was passiert, wenn es jetzt wirklich aus welchen Gründen auch immer brennen sollte, ob dann irgendwann eine Versicherung angelaufen kommt und sagt, ja, aber du hast ja deine Module direkt bis an die Brandschutzwand gelegt. Ich werde es jetzt erstmal wagen und das genauso bauen. Hier kann man das auch nochmal sehen. Das ist dieser Tritt für den Schornsteinfeger um die Fenster, Schornsteine und auch den Rand des Daches sind auch Sperrflächen gelegt. Auch genauso um das große Dachfenster hier, was da drin ist. Und dementsprechend wird das nicht als Modulfläche anerkannt, beziehungsweise das System sagt, nee, da darfst du nichts drauflegen. Also ja, aber das ist auch erstmal, man malt als allererstes mal sein Haus und im Endeffekt war das dann so, dass ich dann natürlich beide Seiten berücksichtigt habe. Das heißt, ich habe hier eine Sperrfläche für so einen Rohrentlüfter oben drauf und hier nochmal fürs Dachfenster auf der anderen Seite. Auch hier wieder eine Sperrfläche zum Nachbarn. Ja, und als ich das dann gemalt hatte, dann hatte ich, ja, dann bin ich angefangen und habe gedacht, ja, Modulbelegung. Also was mache ich denn hier überhaupt mal drauf? Ich habe jetzt bei mir bestellt, die Dinger sind noch nicht da, aber die kommen jetzt am 19. Das heißt, in einer Woche habe ich die Module in der Garage stehen. Ich habe bestellt diese Vertex S 400. Die waren lagernd, die kommen relativ schnell und die passen auch hier ganz gut drauf. Wie man jetzt hier sehen kann, da sind die Größenangaben und die Ströme und sowas schon mal berücksichtigt. Das heißt, Breite kennt das Programm, Tiefe kennt das Programm und Höhe kennt das Programm. Und dann kann ich einfach hier hingehen. Ich mache jetzt mal eins von meinen Modulen weg. Dann meckert die Software wahrscheinlich auch wieder. Ja, so.
Ich kann jetzt hier hingehen, also ich kann erstmal verschiedene Arten von Modulen hier anlegen. Die kommen dann in diese Auswahlliste hier rein. Die anderen könnte ich mal rausschmeißen, weil ich habe sie eh nicht gebraucht. Das sieht dann hier unten. Da kann ich dann sagen, ich habe natürlich aufrecht, also ich habe vertikale und horizontale Module und deswegen gibt es hier einmal den Punkt aufrecht und liegend. Ich würde jetzt einfach mal die beiden 385 Watt Module da rausnehmen. Na, hab ich jetzt die falschen rausgenommen? Ich habe die falschen rausgenommen. Naja, ist auch egal. Ich kann sie jetzt hier noch nicht mal auswählen, aber das Dach ist ja belegt und ich, bevor ich nachher das Programm schließe, werde ich natürlich nicht speichern, damit meine ganze schöne Zeichnung nicht kaputt ist. Nichtsdestotrotz kann man jetzt hier aus einer ziemlich großen Datenbank auswählen. Welche Module hat man denn überhaupt? Hier das in der linken Seite sind alles Hersteller. Also hier so Yingli oder so, das sind ja so eher die günstigen Dinger. Und na gut, Trina ist jetzt auch nicht das allerteuerste, aber für mich sind die in Ordnung. Ich habe schon einige Trina-Module. So, und hier rechts sieht man jetzt die Module, die das System in der Datenbank hat von diesem Hersteller. Und wenn man sich mal die Anzahl der Hersteller anguckt, dann ist das schon echt viel. Können ja mal gucken, ob es hier so einen deutschen Hersteller wie Meyer Burger oder sowas gibt. Bestimmt gibt es den. Ja, Meyer Burger, da ist er. So, und da sind jetzt auch wieder ganz viele Module, die ich da irgendwie auswählen kann. Und wenn ich diese Module ausgewählt habe, dann sind die in dieser Shortcut-Liste. Und jetzt nehme ich mir einfach mal hier so ein Modul und sage dem System, okay, pack mir mal. Achso, jetzt kann ich hier noch auswählen, ob es liegend, also horizontal oder vertikal ist. Und dann kann ich mir einfach so ein Modul nehmen. Ja, jetzt habe ich natürlich blöderweise. So, das Modul hätte ich jetzt gerne. So, das kann ich jetzt einfach hier hinpacken. Die sind jetzt von der Größe her gleich, von der Packgröße. Wenn das Modul hinpasst, der hält übrigens auch selbstständig die entsprechenden Abstände ein für so Standard-Montagesysteme, also irgendwie 2 cm oder so. Das kann ich auch vorgeben, aber Montagesysteme, da bin ich momentan noch nicht so ganz erhellt, wie das funktioniert mit diesem Programm. Auf jeden Fall kann ich das Modul jetzt hier hinpacken und dann fragt er, ob ich das eingliedern möchte. So, weil das jetzt ein anderes Modul ist, hat er das jetzt dazu genommen. Und in dem Fall ja, jetzt einfach eingefügt. Und so kann ich entweder das von Hand machen. Ich kann hier einfach mal die Dachfläche nehmen. Wartet mal, ich zeige euch das mal gerade. Ich mache jetzt hier mal so ein paar Module weg. Kann man wie bei den meisten Programmen irgendwie einfach mit Shift festhalten und mehrere markieren. So, ich mache die jetzt mal weg. So, und wenn ich die jetzt belegen möchte, dann kann ich hier einfach sagen, achso, das sind hier nochmal die Abstände, die ich vorhin erwähnt hatte und was ich für Module habe. So, und dann kann ich halt hier sagen, okay, von da nach da kommen die Module. Gut, jetzt sind sie aufrecht. Ist natürlich blöd. Dann kann man auch mal wieder sehen. Da muss man echt aufpassen. Ich muss die Module umdrehen. So, und jetzt wieder aufziehen. Okay, Abstand einhalten. Und jetzt ziehe ich von hier oben bis nach hier meine Module dabei. Und schon habe ich die Dachfläche entsprechend mit den passenden Abständen belegt. Das geht ziemlich fix. So. Und schon habe ich diese ganzen Module da drin. Upsa, nee, das will ich jetzt natürlich nicht. Und hier kann man jetzt halt auch sehen, dass das die 380 oder 390 Watt Module sind. 6 Module haben 2,31 Kilowatt. Und wenn ich mir hier unten so mal 6 Module zusammen, oh, das sind die gleichen. Achso, wahrscheinlich hat er das jetzt angepasst, weil ich die anderen aus der Datenbank genommen habe. Okay. Also wie gesagt, ich finde das total spannend, weil man kann sich hier so ziemlich schnell einfach mal sein Dach belegen und mal gucken, ob das alles so passt, wie es passen soll, auch mit den entsprechenden Abständen. Und so als Laie wie mich, ja, jetzt wusste ich zumindest erstmal, was ich kaufen muss. Dann kann ich hier noch hingehen, jetzt angenommen, ich habe hier irgendwie so ein Flachdach hingemalt, kann ich hier nochmal eine Aufständerung wählen, ne, was ich für ein Montagesystem habe, kann ich auch hier wieder irgendwie definieren. Es war für mich aber halt nicht spannend. Also ich habe hier eine Modulaufständerung Ost-West und ich habe eine Modulaufständerung Fassade, wie auch immer dieses Ding aussieht. Da kann man auf jeden Fall nochmal richtig mit rumspielen. Also wenn jemand einfach mal gucken will, was passt wohin und so, dann ist dieses Ding total super. Leider läuft die Software halt, wie gesagt, nach 31 Tagen ab. Ist ziemlich teuer, wenn man die kaufen möchte, also so über 1000 Euro, glaube ich. Und wenn man die einmal installiert hat, dann ist das Thema auch durch nach 31 Tagen. Das heißt, man kann sie nicht einfach deinstallieren und installiert sie neu. Dann funktioniert die ganze Geschichte nämlich nicht mehr. Und
Ja, das Gleiche gilt leider auch für die Ausgaben der ganzen Geschichte. Das heißt, ich warte mal, ich hole mir mal meinen eigenen Plan wieder ran. Ja, ich nein, möchte ich nicht. Ich hole mir noch mal meinen Plan noch mal komplett ran, den ich jetzt gerade hier noch mal bearbeitet habe, weil da kann man halt noch mehr machen. Und jetzt hätte ich natürlich durch die Module zum Beispiel dieses Thema mit den Wechselrichtern versaut und der Verkabelung. Weil auch das kann dieses Programm leisten, beziehungsweise, naja, eben mir gefällt es nicht so ganz so gut mit der Kabelführung, weil das kann man schon schlauer machen, wenn man da so ein bisschen nachdenkt, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel auf dieses Thema Kabel guckt, dann sagt er einem auch, okay, ich habe jetzt bei mir übrigens zwei Wechselrichter definiert, beziehungsweise ich habe vier Strings definiert, das kann man vielleicht hier auch nochmal sehen. Das ist der. Ach so, Moduldegradation, das kann man alles festlegen. Also das Ding ist echt mächtig. Hier habe ich die verschiedenen Flächen, die er mir dann hinterher vorschlägt. Ich habe zwei Wechselrichter definiert. Jetzt auch erstmal nur für mich, weil bei mir soll sowieso in die Victron-Anlage integriert werden. Aber das sind jetzt Fronius-Symos, die ich definiert habe. Und diese Fronius-Symos, da hat er mir dann automatisch entsprechende Strings vorgeschlagen. Die konnte ich jetzt einfach mal, da zeigt er mir jetzt hier an, okay, diesen String habe ich jetzt vorgeschlagen. Dann der zweite String für Süd wäre das. Und das liegt daran, dass er hier oben sagt, okay, hier habe ich ein bisschen mehr Verschattung durch die Schüssel und durch den Schornstein. Also machen wir das mal in einen String und das andere dann in den zweiten rein. Und das gleiche, bei Nord ist es eigentlich ziemlich egal. Ich werde halt mal das Experiment wagen, eine Nord- und eine Südanlage zu bauen. Ja, und dann hat man, Moment, wo war denn das jetzt hier? Ich muss es selber erstmal wieder suchen. Achso, das ist halt diese Standard, so wie er es mir momentan vorschlägt mit den beiden Wechselrichtern. Also ich habe hier einen Fronius-Symo 6 und noch einen Fronius-Symo 6. Die sollen verkabelt werden, neun Module in Serie und zweimal und dann zwei Strings jeweils mit neun Modulen. Insgesamt komme ich bei dieser ganzen Planung auf 33 Module. Und ja, ach nee, stimmt gar nicht, falsch. So hat das mir vorgeschlagen, genau. Das ist das Gesamtsystem. Also so, wie es denn hinterher werden würde, wenn ich das denn so bauen würde, wie er es vorschlägt. Mit entsprechend einmal 9, einmal 6 und dann hier nochmal zweimal 9 Module. Auf die Nordseite passt halt leider ein bisschen mehr drauf als auf die Südseite. Und wenn man das möchte, dann kann man hier noch so ganz wilde Sachen mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung machen, die mir, wie ihr wisst, ziemlich egal ist. Ich habe nur Spaß daran an der Anlage und ich möchte halt einfach, ja, ich möchte einfach Sachen ausprobieren und deswegen ist mir das momentan Gott sei Dank egal. So, wenn ich hier zum Beispiel auf diese Berechnungen klicke, dann fällt er jetzt total auf die Nase und sagt, nee, geht nicht. Das liegt halt an dieser eingeschränkten Softwarefunktionalität. Wenn ich denn eine Testversion habe. Ich gehe nochmal gerade in die 3D-Visualisierung rein, weil ich euch da noch nicht alles gezeigt habe. Wenn er mich denn jetzt da reinlässt. So, vielleicht. Okay, dauert alles ein bisschen. Ja, genau. Also, was man hier zum Beispiel noch machen kann, was ich euch nicht gezeigt hatte, eben war das Thema Modulverschaltung. Das heißt, er hat jetzt hier erstmal die einzelnen Module hier. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich hier jetzt zum Beispiel PV-Generatoren beziehungsweise den PV-Generator insgesamt anzeigen lassen. Anhand der Farben kann man jetzt die unterschiedlichen Strings erkennen, die er mir vorgegeben hat, beziehungsweise die ich definiert habe. Und wenn man jetzt hier guckt, habe ich einen Wechselrichter hinzugefügt und dieser Wechselrichter, ja, das sind diese Fronius-Dinger mit zwei MPP-Trackern und hier kann man dann halt sehen, welcher Tracker was ist und wie das dann später auch verkabelt wird. Man hat dann noch hier die Möglichkeit, die Verschaltung zu ändern, alles Mögliche. Also das ist unfassbar. Und hinterher kommt dann auch noch ein Kabelplan daraus. Wie ich sagte, der Kabelplan ist jetzt hier irgendwie ein bisschen ungeschickt, weil wenn ich hier irgendwie so verkabeln würde, dann komme ich hier an dieses Modul nicht mehr ran, weil das Kabel zu kurz ist. Aber zumindest ist es schon mal ein Vorschlag, wie das Ganze aussehen könnte. Das gleiche kann ich mir natürlich auch für andere Flächen mir dann anzeigen lassen, also jetzt für die andere, für die Südseite. Wenn ich jetzt ein Flachdach hätte oder was weiß ich, ich habe da tausend Optionen, also alleine, wenn man sich hier mal anguckt, was für eine Möglichkeit man anhand der Häuser hat, also jetzt hier zum Beispiel eine Gaube draufzusetzen oder halt, wenn ich jetzt
Entschuldigung, ah ja, genau, das meine ich jetzt hier. Also hier erstmal die Häuser mit allen möglichen Arten, mit einem Schrägdach, mit einem Satteldach, mit einem Walmdach und so weiter. Oder hier halt auch ein Hochhaus oder ein Flachdach oder wie auch immer. Könnte jetzt hier noch meine Garage daneben setzen, die es ja auch tatsächlich gibt. Die wäre dann irgendwo hier, vielleicht nicht ganz so groß, aber sei es drum, die müsste ich jetzt natürlich in der Größe wieder definieren und könnte dann auch die Solaranlage damit einzeichnen und würde dann auch den Sonnenverlauf sehen. Das heißt, nachmittags ist hier diese Garage durch das Haus verschattet. Und ja, so kann ich mir halt meine komplette Anlage nachbauen. Ich finde das total spannend. Meine Anlage wird, wie ich das eben sagte, 33 Module à 400 Watt Peak beinhalten. Ich komme da ungefähr so auf 12,5 Kilowatt Peak. Aber Nord und Süd, leider den größeren Teil der Module auf der Südseite. Insgesamt vier Strings. Das Ganze wird dann nach unten in den Keller geführt und wird als DC-Anlage auf die vorhandene Batterie aufgelegt. Jo, wie ich sagte, bin ich da ja totaler Laie, was das Thema angeht. Also so ein normales Hausdach habe ich tatsächlich echt noch nie belegt. Ich finde es aber schon spannend. Ich würde mal gerne eure Meinungen hören. Also denkt ihr, dass das so realistisch ist? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Könnte das hinkommen? Ja, nein, vielleicht. Wäre sehr spannend für mich. Ja, und auf jeden Fall wird es demnächst dann ja, ich denke mal so irgendwie in 1, 2 Monaten, wenn das alles fertig ist, wird es mehrere Videos zu der Reihe geben. Wir werden nämlich auch diese ganze Geschichte da selbst verbauen, beziehungsweise ich werde da mithelfen. Ich habe nämlich jemanden, der sowas, so Solaranlagen häufiger mal auf Dächer aufbringt und der wird mir da mithelfen, das Ganze zu bauen. Der ist jetzt auch gerade dabei und plant das Untergestell für diese ganze Geschichte. Da werde ich euch natürlich auch nochmal auf dem Laufenden halten, wie das dann hinterher aussieht. Und ja, ich bin gespannt, ob wir das dieses Jahr noch fertig bekommen. Ich hoffe es sehr. Ja, lasst es mich wissen, was ihr denkt, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und diesen Fortschritt dieser Anlage begutachten möchtet, dann abonniert mich doch bitte. Und ansonsten lasst mir Kommentare da, schreibt mir Mails und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Schönen Dank und macht's gut. Tschüss.